Gestalten mit diesem gelben Stern herumgehen. Die merkwürdige, halb lachten sie, halb taten sie das auch nicht. Mir war das jedenfalls so ekelhaft, dass sie gleich nach Haus ging und Zivilanzug. Tja, das sind Dinge, die einen unmittelbar berühren, viel mehr als alle abstrakten und humanitären Erwägungen. Wenn Sie so etwas sehen, und vielleicht haben viele Deutsche zu wenig gesehen von solchen Dingen. Sie widmeten die Friedensschrift Ihrem in Carrara 1944 gefallenen Sohn. Er hatte gesagt, der Krieg muss beendet, Hitler gehängt werden. Und er war vor ein Kriegsgericht gestellt worden. Ist der Tod Ihres Sohnes Ernst so etwas wie eine tragische Peripetie in Ihrem Leben? Ja, das kann ich schon unterstreichen. Übrigens jährte sich der vorgestern wieder einmal. Er ist am, als wir kamen, am 29. November ist er gefallen. Sie sind ja nun auch nach dem Zweiten Weltkrieg, man könnte sagen, verfemt worden. Sie erhielten 4 Jahre Veröffentlichungsverbot durch die Alliierten. Wie hat Sie das getroffen? Eigentlich ganz angenehm. Wissen Sie, wenn man nicht auf Publikationen sind, dann kann man sehr viel innerlich anreichern. Und ich hatte so viele Freunde und so viele Briefzuschriften, dass mich das eigentlich gar nicht berührt hat. Es gibt 3 wichtige Gestalten, 3 Gruppen, die Sie beschrieben haben. Den Krieger, den Arbeiter und den Waldgänger. Kann man in diesen Figuren auch eine Entwicklung Ihres ideologischen Denkens sehen? Den Krieger, den Arbeiter und den Waldgänger. Gewiss, der Krieger kämpft für Staat und Gesellschaft. Der Waldgänger hat sich mit der Gesellschaft überworfen und muss sehen, wie er außerhalb ihrer zu seinem Rechte kommt oder zumindest seine Sicherheit gewährleistet. Da sind ja nun die alten Isländer ein unerreichtes Vorbild. Wir heute haben ja sehr wenig Wald mehr und wir können nicht in diesem Sinne in den Wald gehen. Der Waldgang ist ja auch eine geistige Leistung. Ich kann gewissermaßen ganz ruhig hier am Tische sitzen und doch ein Waldgänger sein. Ich würde diese Haltung sogar vorziehen, dem offenen Widerstand, weil die Mächte heute, die großen politischen Mächte, so stark sind, dass man eigentlich mit dem offenen Widerstand nicht mehr erreicht als seinen Selbstmord. Ja, dass man den Leuten noch einen Gefallen tut, indem man sich zeigt. Das ist allerdings auch eine Einsicht, die erst durch die Epoche, die kurz hinter uns liegt, mir eingeleuchtet hat. Man hat ja seine Erfahrungen. Jüngers Denken hat sich gewandelt, nicht aber sein elitäres Weltbild. Er traut dem Einzelnen mehr zu als der Masse. Die Leitworte seiner frühen Prosa, kämpfen, feiern, siegen, sterben, würde der durch mancherlei Leid und negative Erfahrungen gegangene alte Jünger nicht mehr zu Papier bringen. Dennoch ist die Konstante seines Denkens, die Erhabenheit männlicher Tugenden über Welt und Natur, bestehen geblieben. Ich widerspreche mir nicht, ist eines seiner geflügelten Worte. Mit zunehmendem Alter verließ sich der ehemals heldische Aktivist allerdings mehr auf die Macht der Worte als auf die Wirkung der Taten. Die großen Ideen, für die sich Millionen töten ließen, sind verbraucht, liest man in seinem neuen Roman Eumes Wien. Weisheit oder nur Resignation? Hallo. Hallo. How are you? Im Ausland verkörpert Ernst Jünger konservative deutsche Geistigkeit. Häufig werden ihm auf seinen Reisen Ehren zuteil. Der Superintendent der Provinz Cape Mount in Liberia ließ es sich nicht nehmen, dem berühmten Autor die Schönheiten seiner Region zu zeigen. I don't know whether you have been on that road.
I would like to take you to the road sometime when you have the time. Jünger besitzt viel engere Bindungen zur Natur als zu den Menschen. In Gesellschaft wirkt er merkwürdig bescheiden, fast linkisch und isoliert. Er nimmt die Welt als Erlebnismaterial, das er sammelt, filtert, stilistisch aufbereitet und als Kunstprodukt weitergibt. Robert's Port. Dorf der Fantifischer auf einer Düne zwischen Meer und Lagune. Die Fanti sind die kühnsten Fischer und Seefahrer des Golfs von Guinea. Eigentlich in Togo und Ghana ansässig, kamen einige hundert übers Meer hierher und siedelten sich an. Gern geduldete Gastarbeiter. Ernst Jünger hat sich im Liberianerdorf kaum aufgehalten. Hierher zu den Fanti-Fischern kam er gern. Mit ihrer primitiven Lebensweise verkörpern sie ein Stück der Afrika-Vorstellungen des jungen Ernst Jünger. Zu unserer Lektüre damals, da gehörte ja Stanley durch dunkle Afrika. Und dahinter läuft man eigentlich immer her. Das heißt, die Technik, von der Technik wird man überrundet. Hier in Liberia hat man ja noch ziemlich unberührte, Gott sei Dank, Zustände. Und das Abenteuerliche, das ist ja doch in Ihrem Werk durchgehend. Das haben Sie eigentlich in Ihrem Leben immer gesucht, Herr Jung. Ja, ja, man sucht eben noch von der Technik unberührte Verhältnisse. Die Technik hat ja alles verdorben, einschließlich des Krieges. Das dachte ich mir gestern, als ich so einige Einbäume hier anlanden sah. Der alte Fischer, der brachte seine Beute raus, kleine Fische, darunter einen Kofferfisch. Den hat er säuberlich filetiert. Seine Enkel waren dabei, seine Enkelinnen. Die pflückten sich Binsen ab, stachen die durch Kiemen und Maul der Fische und gingen dann mit den Fischen in ihrer Hütte davon. Leute leben ja in einem, einem Zustand, der vormosaisch ist, bevor die Genesis geschrieben oder konzipiert wurde. Und ihr Leben ist doch noch recht heiter und glücklich. Der Bios ungeschwächt, ihre Natur ungeschwächt. Nachdem wir nun die unsere doch schon sehr schwer geschädigt haben, da werden wir das hier auch stückweise nachholen. Also, ich sage, der Sündenfall wird stückweise nachgeholt. Aber das, wovon Sie geträumt haben, Herr Jünger, damals, dass man hier in Afrika noch Herr sein könne und Macht ausüben könne, das hat sich doch wohl gewandelt, oder? Wie sehen Sie das? Ich wollte da weder Herr sein noch Macht ausüben, sondern ich wollte die Leute und die Natur wollte ich genießen. Genuss ist für Jünger nicht mehr an Besitzergreifung gebunden. Die geistigen Abenteuer haben den Drang, kämpfen und erobern zu wollen, abgelöst. Taten verstricken, Gedanken, Vermögen zu läutern. Eine Erfahrung seines Lebens. Jünger huldigte einst der Perfektion der Technik und ihrem Zerstörungspotenzial. Heute sieht er Mensch und Natur von der Sturzflut der Industrialisierung bedroht. Hier in Afrika begeistert ihn das einfache, harmonische Leben der Menschen im Einklang mit der Natur. Er spürt kosmische Steuerungen. Afrika als Gegenwelt? Ein von den technischen Produktionskolonnen der Arbeiter noch nicht überschwemmter, den menschlichen Werten näherer Kontinent? Wunschdenken, das an der politischen und sozialen Wirklichkeit Afrikas zerbricht. Tourismus, Fortschritt, Entwicklungshilfe. Ernst Jünger lehnt sie als zerstörerische Eingriffe in die Natur und Kultur der Menschen der Dritten Welt ab. Die ungeheure Lücke zwischen seinen Idealen und der Wirklichkeit versucht er durch die gedanklichen und poetischen Konstruktionen seiner Werke zu füllen. Viel mehr vermochten Künstler nie. Die wenigen sollen die Welt retten. Jünger, das ist ein Dichter, der sein Verhältnis zu Idee und Wirklichkeit nie klar geordnet hat. Aber er wird heute